Hallo Pilzfreunde, heute schauen wir uns mal den Edelreizgar etwas genauer an. Der Edelreizgar lässt sich ausschließlich im Kiefernwald finden, also in solchen Wäldern wie hier zum Beispiel. Das ist ein reiner Kiefernbestand. Hier haben wir also Kiefern, die auf Sandboden sind, und das ist nach meiner Erfahrung so der ideale Standort für den Edelreizgar. Der Edelreizgar wächst von August bis Oktober etwa, und ja, milde Witterung vorausgesetzt, lässt er sich auch noch bis zum Wintereinbruch finden. Die ersten Nachtfröste machen allerdings Schluss mit dem Wachstum, so wie es bei den meisten Pilzarten ist. Der Edelreizgar gehört natürlich zu den Milchlingen, und die Milchlinge werden wiederum mit den Täublingen zusammengefasst zu den Sprötblättlern. Das sind also alles Pilze, die sprödes Fleisch haben, brüchige Lamellen, und das kann man hier natürlich an dem Reizgar auch wieder deutlich sehen, wenn ich hier über die Lamellen gehe und die dann so splittern. Ich habe hier einen grasgrünen Birkentäubling vor mir, und um hier nochmal zu zeigen, die Verwandtschaft zu den Milchlingen, gehe ich hier mal über die Lamellen, und die splittern hier natürlich ebenso, wie wir das gerade bei dem Reizgar gesehen haben. Also wie gesagt, Milchlinge und Täublinge werden wiederum zusammengefasst zu den Sprötblättlern. Wenn man sich also sicher ist, dass man bei den Sprötblättlern ist, schaut man, ob der Pilz Milch abgibt. Und das sieht man hier eigentlich schon ganz deutlich, dass sich also hier eine orangerote Milch absondert. Und da weiß man, man ist jetzt also bei den Milchlingen. Ist diese Milch so orange-rot gefärbt, grenzt es sich wiederum ein auf einige Arten, die eben orange-rote Milch haben. Oft haben die Milchlinge ja weiße Milch, und man kann sagen, dass alle Milchlinge, die diese orangefarbene Milch haben, essbar sind. Hier gibt es dann einige Arten, die in Frage kommen. Als der wertvollste gilt eben der Edelreizgar. Häufig ist im Fichtenwald der Fichtenreizgar, der also mitunter sehr, sehr ähnlich sehen kann. Und es gibt noch weitere Arten, die an verschiedene Baumarten gebunden sind, die aber, wie gesagt, alle ebenfalls essbar sind. Der Edelreizgar ist gekennzeichnet durch seine orange-roten Farbtöne. Es ist wirklich ein richtig schönes Orange. Und man sieht auch hier deutlich, dass sich im Hut solche konzentrischen Ringe befinden. Auch das ist ein gutes Merkmal für diese Pilzart. Ein weiteres Merkmal, was man hier auch wieder sehr schön sieht, das sind diese dunklen Grübchen, die sich hier auf dem Stiel befinden. Ansonsten die Grundfarbe des Stiels ist etwas heller als der Hut. Und dann, wie gesagt, gibt es diese dunklen Flecken, die so ein bisschen vertieft sind, also diese dunklen Grübchen. Der Fichtenreizgar hat diese Grübchen zum Beispiel nicht, und dadurch kann man diese Arten eigentlich recht gut voneinander abtrennen. Ältere Edelreizgar werden zunehmend hohl im Stiel. Man sieht es eigentlich hier sehr schön. Also hier sieht man schön, dass hier also so freie Stellen sind. Das ist also auch ein Merkmal, vor allen Dingen des Pilzes, wenn er etwas älter wird. Verletzte Stellen bei dem Edelreizgar werden dann nach einiger Zeit so etwas grünlich. Das sieht man hier so ein bisschen. Ja, ist nicht stark ausgeprägt, aber auch das ist eine typische Erscheinung. Die Milch erst karottenrot, die da austritt, und nach einer Zeit verfärben sich diese verletzten Stellen so leicht grünlich. Hier einmal zum Vergleich den Edelreizgar mit den typischen Verwechslungspartnern. Wir haben hier ganz rechts den Edelreizgar, daneben kommen zwei Fichtenreizgar, und hier ganz links ist der Birkenmilchling. Was also hier sofort auffällt, ist die Ähnlichkeit zwischen Edelreizgar und Fichtenreizgar. Der Birkenmilchling ist von unten schon recht gut zu erkennen an dem ja etwas zottligen Rand. Da ist hier so ein flaumiges Gewebe am Rand. Und an der weißen Milch, die austritt, wenn der Pilz verletzt wird. Wie gesagt, Fichtenreizgar und Edelreizgar gehören also zu den Milchlingen mit orangeroter Milch und sind beide essbar.
Hier noch einmal zu den Unterscheidungsmerkmalen von Edelreizker und Fichtenreizker. Was man hier, denke ich, wieder sehr gut sieht, das sind diese kleinen dunklen Grübchen auf dem Stiel. Und hier beim Fichtenreizker fehlen diese. Wenn wir uns Edelreizker, Fichtenreizker und den Birkenmilchling mal von oben anschauen, sehen wir schon, dass da doch eine gewisse Ähnlichkeit sein kann. Wie gesagt, hier rechts der Edelreizker mit seinen orange Farben und diesen konzentrischen Ringen, daneben der Fichtenreizker, bei dem wir also oft schon einen gewissen Grünanteil im Hut finden, der sich im Alter noch weiter verstärkt. Und hier der Birkenmilchling, der also ähnliche orange Farben hat wie der Edelreizker und auch diese konzentrischen Zonen. Also wie gesagt, von der Hutoberseite sehen sich diese drei Pilzarten doch schon recht ähnlich. Hier nochmal ein sehr schöner Birkenmilchling und an der Stelle nochmal erwähnt, dass das natürlich kein Speisepilz ist. Der Birkenmilchling hat weiße und sehr scharfe Milch und kommt daher für Speisezwecke nicht in Frage. So, ich habe hier in diese Pfanne etwas Öl getan, das lasse ich jetzt ein wenig heiß werden und dann kommt der Edelreizker dazu. Ich habe also bei dem Pilz den Stiel abgeschnitten und den Hut im Ganzen gelassen, denn ich finde, das ist die beste Zubereitungsmethode, die Pilze einfach im Ganzen braten. Die Stiele kann man dann allerdings auch noch gut für ein Mischgericht verwenden, aber wie gesagt, die Hüte im Ganzen gebraten finde ich eine feine Sache. So, der kommt jetzt einfach mal so in die Pfanne. Ich habe jetzt hier einen größeren Hut ausgesucht. Und hier wird jetzt also nicht gedünstet, sondern der Pilz wird wirklich gebraten. Das ist ein bisschen ungewöhnlich eben für Pilze. Wir werden den dann immer wieder mal ein bisschen wenden. Ich mache das dann auch immer gerne so, dass ich dann mit der Gabel ein bisschen drücke, dass der Pilz sich ein wenig ausbreitet. Das dauert jetzt natürlich eine Weile. So, jetzt gehen wir mal von der anderen Seite. Ja, da kriegst du sogar schon ein bisschen Farbe. Ich habe den Hut jetzt doch hier ein wenig zerteilt, weil ich gemerkt habe, dass er sich eben schlecht wenden lässt, weil der Hut doch recht dick war. Das kann man natürlich machen. Also man sieht hier aber auch sehr schön, dass hier also wirklich kaum Wasser austritt. Und das ist ja doch was ganz anderes, als die Pilze zu dünsten. Ich habe jetzt auch noch nichts dazu gemacht, kein Gewürz oder sowas. Also die Pilze werden jetzt wirklich einfach hier so gebraten. Und immer wieder die Pilze wenden, dass die also von beiden Seiten schön angebraten werden. So, die Pilze bekommen hier langsam wirklich eine wunderbare Farbe. Es duftet ganz wunderbar. Ich habe bisher auch wirklich noch nichts dazu getan. Ganz am Ende kommt dann nur ein bisschen Salz dazu und dann sind die Pilze eigentlich schon fertig. Die Hitze habe ich jetzt auch ein wenig reduziert und so können die Pilze jetzt noch ein wenig weiter braten. Und so zum Schluss heißt es dann nur ein bisschen Salz dazu. Das genügt also. Mehr Gewürze braucht man nicht. Ein bisschen Salz drüber, noch ein bisschen weiter braten lassen. Immer wieder mal noch ein bisschen wenden und dann ist das eigentlich für diese Pilze schon perfekt. Also die sind jetzt hier wirklich gleich fertig und da heißt es dann einfach nur noch einen guten Appetit.